In diesem Video geht es um den pH-Wert und der pH-Wert heißt jetzt lateinisch übersetzt Pondus Hydrogeni, was dann übersetzt das Gewicht des Wasserstoffes heißt. Und konkret ist es dann jetzt die Konzentration der Wasserstoffionen in einer Lösung. Und Wasserstoffionen sind ja H+-Ionen, also hier mal H+-Ionen heißt, haben eine positive Ladung, deswegen spricht man auch von Protonen oder manchmal betrachtet man jetzt statt H+-Ionen H3O+-Ionen. Das heißt, wenn man jetzt einfach annimmt, dass jetzt die H+-Ionen mit Wasser zu H3O+-Ionen reagieren, in beiden Fällen haben wir Protonen, das ist dann hier das Entscheidende. Und jetzt gilt eben, dass wenn wir viele Protonen in der Lösung haben, dann ist die Lösung sauer und haben wir wenige Protonen in der Lösung, dann ist die Lösung basisch bzw. alkalisch. Und damit kann man jetzt sagen, dass der pH-Wert ein Maß für die Stärke einer Säure oder Base ist. Und dazu gibt es auch noch eine Skala, jetzt eine pH-Wertskala von 0 bis 14. Und da müsst ihr euch jetzt merken, dass der pH-Wert 7 aussagt, dass die Lösung weder sauer noch alkalisch ist. Das heißt, pH-Wert 7 heißt neutral. Und dann von 7 bis 14 ist die Lösung basisch, heißt, hat dann wenige Protonen in der Lösung. Und beim pH-Wert unter 7 ist die Lösung sauer, heißt, die Lösung hat viele Protonen in der Lösung. Und jetzt zur Formel des pH-Wertes. Da gilt jetzt die Formel, dass der pH-Wert minus Logarithmus aus der Konzentration der H+-Ionen ist. Und beispielsweise, wenn jetzt die Konzentration der H+-Ionen zum Beispiel 10 hoch minus 4 mol pro Liter wäre, dann könnte man dann das damit berechnen. Die Formel hier kommt raus, ein pH-Wert von 4, also etwas saurer die Lösung. Und jetzt muss man dazu sagen, in den meisten Fällen haben wir jetzt nicht direkt die Konzentration der H+-Ionen gegeben. Und in meisten Fällen, wenn man den pH-Wert berechnen will, ist die Konzentration der Säure gegeben oder die Konzentration der Base. Und dann wird es ein bisschen schwerer, da kann man jetzt eben nicht diese Formel nehmen. Dann muss man das anders machen, da habe ich auch schon ein extra Video gemacht, verlinke ich mal eben hier zur Berechnung des pH-Wertes. Jetzt nur ganz kurz an dieser Stelle gesagt, haben wir jetzt eine starke Säure, dann ist es einfach, weil bei der starken Säure wäre das so, dass jetzt die Säure komplett in H+-Ionen übergeht. Das heißt, bei starken Säuren speziell, mit sehr geringem pH-Wert, da ist es so, dass die Konzentration der Säure näherungsweise gleich der Konzentration der H+-Ionen ist. Und dann können wir auch diese Formel nehmen und dann hier die Konzentration der Säure einsetzen. Aber sonst, wenn wir keine sehr starke Säure haben, dann können wir die Formel nicht nehmen. Dann brauchen wir andere Formeln. Wie gesagt, habe ich schon ein extra Video dazu gemacht. Noch eine letzte Sache. Jetzt kann man den pH-Wert noch praktisch näherungsweise über das Indikatorpapier bestimmen. Das funktioniert so, dass man dann das Indikatorpapier in die Lösung eintaucht und dann ergibt sich eine Farbe und jetzt gibt es dazu eine Farbskala und jetzt kann man dann die Farbe des Papiers mit der Farbskala vergleichen und dann näherungsweise den pH-Wert dann über das Indikatorpapier bestimmen. Das jetzt zum pH-Wert. Jetzt verlinke ich mal hier mein Physik, Mathe, Deutschkanal, da mache ich auch noch Lernvideos. Nur falls ihr Interesse habt, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Und das war's dann damit zu diesem Video.